Hi liebe Leute, ja heute ein Indoor-Video und zwar ich hole morgen das Enduro-Bike ab aus der Werkstatt und möchte weiter filmen und jetzt habe ich natürlich mehrere Fragen an euch. Es gibt dazu noch ein Jubiläum und noch eine sehr schöne Neuigkeit und ja, ich bin mal ganz gespannt, was ihr so zu sagen habt. Schreibt es mal unten in die Kommentare, weil jetzt soll es mit dem Kanal auch richtig weitergehen und das Thema des Videos, ganz grob gesagt, ist das Verlassen der Komfortzone. Bei einer Mutprobe, beim Biken, also wenn man sich selber quasi an der Stelle steht, wo man sagt, ich kann das, ich weiß, dass ich es kann, ich will es machen. Ich verlinke unten mal ein Video, wo die kleine Checkliste drin ist, welche Punkte ihr abhaken müsst, damit ihr wisst, jetzt kann ich es wirklich machen. Und das gibt es natürlich, aber es ist auch, wenn du einen Bunnyhop lernen willst, wenn du den noch nicht richtig kannst. Du kannst auch in deiner Komfortzone bleiben und immer einen Standardhop machen, immer beide Räder hoch. Geht ja auch irgendwie. Oder du sagst, auch wenn es mit viel Versuchen, Scheitern, Wiederversuchen, Trainieren, Üben, Blutschweiß und Tränen verbunden ist, mache ich das. Und ich will das Ziel erreichen. Und ja, da ist meine Frage, wann habt ihr denn beim letzten Mal eure Komfortzone verlassen? Vielleicht für das Erlernen eines neuen Manövers? Oder für eine Stelle, die ihr euch bisher nicht getraut habt, die ihr dann gemeistert habt. War das dieses Jahr? War das schon länger her? Macht ihr das gerne? Also ist das belohnende Gefühl danach, ist es das wert für euch? Oder sagt ihr eigentlich, bin ich an einem Punkt, wo ich das gar nicht mehr so sehr brauche, die Komfortzone zu verlassen? Ich habe meinen Spaß auch so und will da gar nicht so die großen Risiken eingehen. Genau, und jetzt bezogen auf den Kanal. Und zwar... Jubiläum, den Kanal gibt es seit 10 Jahren jetzt. 2012 kam die erste große Fahrtechnik-Serie raus und ich verlinke unten mal die Playlist, falls da nochmal jemand reinschauen will und ihr seht gleich einen kleinen Teaser noch aus dieser Zeit, den Promo-Clip von damals. Yeah. Ey, lass mal kurz los, das ist eigentlich ganz einfach. Wenn du weißt, dass du lebst, geh nach draußen und zeig das. Siehst du, was hinten liegt, dann solltest du nach vorne schauen. Kennst du das Gefühl von guten Zeiten? Wie wenn ich weiß, Homes, ich kann euch jedes Wort vertrauen. Wie ein gutes Gespräch bei einem Bierchen bis zum Morgengrauen. Gute Zeiten, wie Sachen packen raus ins Grüne. Wie chillen im Studio und abgehen auf der Bühne. Wie auf Festivals, Love, Hip-Hop und Reggae Track, Street Art im Park, jonglieren und Hacky-Sack. Wie dein erstes ehrliches Lachen nach einer schweren Krise. Jemand, der dir zuhört, Wärme gibt und Nächstenliebe. Wie die ganze Nacht lang immer wieder guter Sex. Komm, ich weiß doch, dass du lächeln kannst. Wo hast du's versteckt? Der ganze Stress macht uns oft nur depressiv. Schwere Zeiten prägen, gute Zeiten sind die Therapie. Yeah, aha. Und deshalb bin ich für dich da, wenn du mich brauchst. Yeah. When you need me, sing es, Al Green. Wenn du aus dir rausgehst, fällst und wieder aufstehst, sind das gute Zeiten, das sind gute Zeiten. Wenn du im Nebel wieder Land siehst und mir dann die Hand gibst, dann sind das gute Zeiten, das sind gute Zeiten. Und wenn du dich daheim fühlst, wenn du diesen Vibe spürst, sind das gute Zeiten, das sind so gute Zeiten. Ja, und scheiß auf Stress, wenn du Zeit mal Zeit sein lässt, sind das gute Zeiten, das sind gute Zeiten. Und ja, es muss wieder was Neues passieren und ich bin eine Person, die... ja, nicht mehr so viel reisen kann wie früher, weil ich halt Familienvater bin seit 4 Jahren. Und deswegen kommt für mich irgendwie so ein Ding, dass ich jetzt sage, ich reise viel zu Bike-Events, ich werde hier und da mal eingeladen oder ich fahre dahin und teste das Bike und das passt für mich nicht so, weil ich halt immer für mein Kind da bin. Und das ist halt so der Alltag, der einen so ein bisschen ja, an Ort und Stelle behält. Und das ist auch okay so, das da finde ich auch, hat seine Vor- und Nachteile alles und alles hat so seine Phase. Aber man kann auch hier vor Ort Neues machen. Ich wohne ja Gott sei Dank direkt bei Winterberg Willing und Greenhill Bikepark und Warsteiner Bikepark und Trailground und Trailpark und was noch alles hier in der Gegend kommt. Also da ist ja schon viel geboten, da kann ich viel machen. Und, surprise, surprise, der Kanal wird zweisprachig. Also, ich habe einige Themen, die habe ich bisher immer nur der deutschsprachigen Mountainbike Community quasi präsentiert und ich habe gesehen, dass das im englischsprachigen paar meiner Lieblingsthemen, Hauptthemen noch gar nicht so in der Form gezeigt wurde und es hat mich total motiviert zu sagen, ja, ich kann doch ganz gut Englisch
Und ich habe auch schon englische Videos gemacht und das ist das zweite Video, was ich hier noch anhänge. Da könnt ihr mal gucken, wie findet ihr denn da? Das war vor einigen Jahren, vielleicht vor 6, 7 Jahren, habe ich mal für eine Firma, eine Einradfirma, ein Tutorial auf Englisch gemacht. Aber ich würde mal sagen, mein Englisch ist seitdem noch besser geworden, weil ich halt immer Englisch lese und englische Videos gucke und ein bisschen auch trainiere. Und damals war das noch nicht so trainiert. Trotzdem war es ganz okay, finde ich. Und ich möchte auch nach außen kein englischsprachiger YouTuber sein, der so tut, als wenn er mega krasser Sprachexperte wäre, sondern also man kann ruhig an meinem Akzent erkennen, dass ich Deutscher bin. Und ich zeige ja auch deutsche Spots, Winterberg und so weiter. Das ist ja für europäische Zuschauer auch interessant. Das ist nämlich die Zielgruppe, dass ich auch europaweit und auch vielleicht auch weltweit Leute erreiche mit den Videos. Und weil wir das Ganze auch, weil ich das Ganze auch beruflich mache, ich bin bei einem Medienverlag, der heißt Velototal. Könnt ihr auch mal reinschauen, velototal.de. Wir haben auch digitale Magazine, die gratis zum Lesen sind. Gravel Magazin, ein Fachhandelsmagazin, aber auch andere. Und natürlich müssen Dinge, die wir machen, auch finanziell sich tragen. Und ich, da ist natürlich eine Erweiterung der Zielgruppe auch sehr gut. Und da bin ich ganz ehrlich mit euch. Ist ja keine reine Hobbyveranstaltung, aber ich gebe ja gern mein Wissen weiter. Und damit wir und unsere Partner gut herantreten können, ist natürlich gut, wenn man eine größere Zielgruppe hat. Ja, und natürlich möchte ich auch wieder einfach wieder mehr Leute erreichen und meine Geheimtipps, meine Mythenmörder, alles nochmal international zeigen. Und jetzt traue ich mich das. Jetzt verlasse ich meine Komfortzone. Super, dann schaut euch mal die Clips rein. Schreibt bitte mal, wie ihr mein Englisch findet. Und es gibt ein paar Gewinnspiele jetzt im Dezember. Wir haben viel Zeug, ob es jetzt Bikeschuhe sind oder meine Bücher signiert von Fabio Wittmer und anderen. Ja, noch ganz viel Zeug. Ich habe jetzt gar nicht alles hier liegen. Und vielleicht noch, wer Interesse hat, sein Wissen als Fahrtechniktrainer weiterzugeben oder wer das schon tut, aber noch eine Ausbildung machen will. Ich habe hier gerade mal von meiner Ausbildung, die ich gestartet habe dieses Jahr, da tue ich auch mal den Link unten rein, wo die Teilnehmer sehr, sehr begeistert waren. Das kann ich wirklich selbstbewusst so sagen. Das Format kommt super gut an. Da habe ich auch meine Komfortzone verlassen und nicht nur ab und zu mal einen Trainer fortbilden, sondern wirklich eine eigene Ausbildung zu starten. Und ja, das Konzept ist richtig neu, gibt es so noch nicht. Und es ist niedrigschwellig, ja, und es kommt einfach mega gut an. Und da gebe ich so gern meine Erfahrung. Ich bin seit 2008 Fahrtechniktrainer. Viele Fortbildungen, auch ein paar Ausbildungen gemacht und ja, mach das gern selber. Und ja, ich bin mal ganz gespannt, wie ihr darüber denkt. Es gibt noch ein paar Mountainbike-Themen, die ich auch in den Kanal reinpacken will. Welche Themen interessieren euch noch? Also mehr als Fahrtechnik natürlich. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns. Aktiviert mal die Glocke, abonniert den Kanal, falls ihr da Bock drauf habt, falls ihr gespannt seid, was jetzt alles kommt. Und see you. Hello, my name is Mark Bordeser from Bike School Ride First, and today we're gonna learn how to ride a unicycle. My choice for today is this 20-inch unicycle from QX. It's really easy to handle and fun to ride. If you want to learn how to ride a unicycle, it's important to practice and practice and practice. It takes minimum of 15 hours to 30 hours try and error, and then you can learn how to ride this fun unicycle. First off, we need help. So we're gonna choose a wall or fence and then we start stepping on our unicycle. The vertical position of the lower pedal is very important for getting on and off the unicycle. So I grab the wall, take the saddle between my legs and press my left foot on the left pedal. Now when I press, I sit on the saddle and put the right foot on the right pedal. Now I have a forward pedal and a back pedal, so I have a balanced position, and that's really important
for starting to ride the unicycle. Sitting on the unicycle, it's important to have a straight back, like the spine is an extension of the seat post. Don't grab the saddle, take your arm out for a better balance and look forward, not down on the ground. Now I have a good balanced position on the unicycle and I use the wall as a help for starting to ride slightly forward and I can start with baby steps. Now again beside the wall, I'm gonna lean slightly forward, not too much, but slightly forward, and then I can take a bigger step. When you start learning to ride your unicycle without a wall or a fence, it's really important to pedal. So if you stop pedaling, you will lose your balance. To motivate yourself at the beginning, it's really nice to count your pedal strokes. So when you get 3 pedal strokes, success. And then maybe next time 4 or 5, and it's really helping you to improve your learning curve on the unicycle. Cornering on your unicycle is really simple. You need to look where you want to go. So start a rotation with your head, your shoulders and your hip. Your unicycle will follow this direction. Especially in corners, it's really important to use your arms for keeping the balance on your unicycle. Cornering is like unicycling in general, it's all about practicing. So try both sides and keep on practicing to improve your cornering skills. Learning to ride a unicycle is about failing. So if you have to get off your unicycle, try to do it to the front or to the back and always grab your saddle to prevent damage from your unicycle. Once you learned how to ride your unicycle, it's really fun to use your urban environment, especially like little drops or ledges, and have fun on the unicycle and get some action. When you roll over little drops, use your legs to absorb the impact of the landing. So that's it for today. Learning new things is always fun, so why not choose a unicycle, go out and learn how to ride this thing.